Nach der US-Fernsehdebatte zwischen Joe Biden und Donald Trump und der Covid-Erkrankung von Donald Trump haben die Aktienmärkte so ein bisschen den Schalter umgelegt und haben sich gesagt, okay, das wird ein demokratischer Sieg. Das sehen wir in vielerlei Hinsicht, dass jetzt diese Annahme in den Märkten ist und man erwartet sogar einen Durchmarsch gewissermaßen der US-Demokraten. Also, dass sie nicht nur das Abgeordnetenhaus gewinnen, sondern eben auch das Präsidentenamt erringen und gleichzeitig den US-Senat bedeuten. Das heißt, sie könnten durchregieren. Und die Frage ist, was wird das bedeuten für die Märkte? Was dürfte davon profitieren? Was dürfte davon eher weniger profitieren, sondern sogar Schaden nehmen? Das will ich in diesem Ausblick auf den heutigen Tag mal ins Auge nehmen. Zunächst mal sehen wir in den Umfragen, in den gemittelten Umfragen, dass Joe Biden mit 50,8% etwa 8,1% vor Donald Trump liegt, der auf 42,7% kommt. Nun gibt es ja gerade unter den Trump-Anhängern, die offenkundig sehr zahlreich meine Videos sehen, gibt es ja immer die These, glaubt keinen Umfragen, das ist alles Fake News. Denen sei doch gesagt, dass zumindest Rasmussen, ein Umfrageinstitut, das eher Trump-nah ist und als einziges den Sieg von Donald Trump 2016 prognostiziert hatte, dass auch Rasmussen relativ klar sieht, dass Joe Biden vorne liegt. Also es ist nicht sozusagen die demokratische Kamarilla, die da dafür sorgt, dass die Umfrageergebnisse doch in Richtung Joe Biden zeigen. Und die Frage für die Trump-Anhänger ist, ob es auf Dauer sinnvoll ist, eben die Faktizität etwa der Schlacht von Stalingrad zu bestreiten. Kann man tun, aber ist eben nicht sehr weiterführend. Klar, es gibt praktisch durchaus legitime Kritikpunkte an diesen Umfragen, dass man sagen kann, okay, es werden mehr Demokraten befragt, aber dennoch hat sich innerhalb der USA die Stimmung doch ein bisschen in Richtung Joe Biden gewandt, nachdem man gesehen hat, okay, der ist nicht senil, wie eben die Trump-Kampagne das immer postuliert hatte auf der einen Seite und eben jetzt diese Covid-Erkrankung von Donald Trump, die gezeigt hat, naja, so richtig verantwortlich seid ihr mit dieser ganzen Geschichte nicht umgegangen. Es sind ja jetzt schon über 30 derjenigen, die im Rosengarten da versammelt waren um Präsident Trump, sind erkrankt. Das ist natürlich hier schon ein echtes Problem. Jetzt hat auch übrigens Pelosi gesagt, ja, ich werde nicht mehr zu Mnuchin gehen. Die wurde dort eingeladen auf den Hill, also praktisch da ins Weiße Haus zu kommen, ins Kapitol zu kommen, genauer gesagt, um da eben persönliche Gespräche zu führen. Da hat Nancy Pelosi gesagt, Führerin der Demokraten, nein, das mache ich nicht. So wie ihr mit der ganzen Pandemie umgeht, da habe ich überhaupt kein Vertrauen. Man sieht, was da für Folgen der Fall sind. Jedenfalls wird jetzt nur noch telefoniert, das ist für die Märkte wichtig. Die Frage ist, wird das in Richtung Stimulus eher eine Einigung herbeiführen oder eher nicht? Ich glaube, es ist natürlich schon sinnvoll, wenn Leute sich gegenüber sitzen und oft dann möglicherweise auch für eine Lösung durchaus hilfreich. Jedenfalls haben die Aktienmärkte eben gestern das gespielt, diesen Stimulus, und sie haben weniger gespielt, dass Donald Trump jetzt entlassen wurde aus dem Krankenhaus. Wir sehen hier die sogenannte Election Uncertainty. Das ist praktisch relativ einfach zu eruieren. Wie unsicher ist denn die Einschätzung oder wie ist die Einschätzung der Märkte? Wie unsicher wird es nach der Wahl? Das kann man machen, indem man den Spread, also die Differenz zwischen dem VIX, der im Oktober ausläuft, und dem VIX, der im November ausläuft, bemisst. Also praktisch die Volatilitätserwartung. Der VIX ist ja ein Future, der eben diese Volatilitätserwartung widerspiegelt. Jeden Monat gibt es einen Kontrakt. Also es gibt den Januar, den Februar, den März bis runter in den Dezember. Und nun ist am 3. November ja die Wahl. Das heißt, bislang wurde eben der November noch als sehr, sehr volatil gesehen. Deswegen war der Spread zwischen dem November und dem Oktober Future deutlich erhöht. Das hat sich jetzt verringert. Das heißt, die Märkte gehen eben jetzt eher davon aus, nein, wird nicht so knapp. Und das tun sie nicht, weil sie glauben, dass der Donald Trump da ganz deutlich gewinnt, sondern weil sie eben davon ausgehen, dass Joe Biden und die Demokraten gewinnen. Das sei nun mal kommuniziert. Jetzt hat Donald sich hingestellt, der ist ja nach Hause gekommen, respektive ins Weiße Haus gekommen und hat dort eine Ansprache gehalten, aber offenkundig, und das ist nicht nur mir aufgefallen, ich habe mir das angeschaut, hat er so ein bisschen Luftnot gehabt. Also man merkte, es ist nicht sozusagen ein Zustand, der
Gesundung der Gesundheit, sondern da ist er durchaus noch angeschlagen, wird auch weiter rund um die Uhr betreut, wie der Arzt selber sagte. Aber Trump natürlich jetzt mit einer Twitter-Salve. Er versucht, das Steuer rumzureißen. Hier zum Beispiel der Tweet, ja, Stock Market up big, 466 Points, der Dow Jones, great news for America, Jobs, Jobs, Jobs und so weiter. Also er versucht, seine Agenda jetzt immer wieder in den Vordergrund zu pushen. Und hat dann eben auf diesem Balkon des Weißen Hauses eine Ansprache gehalten, als er sagte, don't let the coronavirus dominate your life, also lasst das Coronavirus euer Leben nicht dominieren. Und er sprach dann interessanterweise auch davon, dass eine Vaccine momentarily verfügbar sei, also praktisch jede Sekunde könnte ein Impfstoff der Fall sein. Das ist im mindesten Zweckoptimismus, wenn nicht sogar grob falsch, und ist natürlich auch das so ein bisschen die Hoffnung von Donald Trump, das Ruder noch umreißen zu können, wenn eben jetzt der Impfstoff käme, möglicherweise noch vor der Wahl. Allerdings sind viele Amerikaner und wohl auch nicht nur Amerikaner nicht bereit, sich sozusagen gleich als Versuchskaninchen ausprobieren zu lassen, als Erste sich das hier zu genehmigen, wie Statistiken zeigen. Jedenfalls sehen wir, dass natürlich diese Corona-Geschichte, wenn man jetzt von US-Krisen spricht und die Zahlen stimmen, immer vorausgesetzt, dann wäre das die vierthäufigste Todesursache für Krisen in der amerikanischen Geschichte. Zweiter Weltkrieg die Nummer 1, Erster Weltkrieg die Nummer 2, der Bürgerkrieg in den USA, über 200.000 Tote, aber nicht viel mehr als derzeit in den USA durch Corona. Das muss man sich vorstellen, und dieser Bürgerkrieg in den USA um und bei in den 1860er Jahren, der hat ja Trauma in den Köpfen der Amerikaner hinterlassen. Viele fürchten Ähnliches. Damals war es allerdings so, dass im Prinzip zwei Staaten gegeneinander kämpften, nämlich das Nordbündnis gegen ein Südbündnis. Die Sklaverei war sozusagen nur die Symbolfrage, um die es ging. Faktisch ging es um Macht. Jedenfalls fürchten ja viele, dass sozusagen dann Unruhen entstehen, wenn der Verlierer der Wahl das nicht anerkennt oder die Wahl angezweifelt wird. Die Waffenverkäufe jedenfalls sind deutlich nach oben gegangen, aber dazu später mehr. Jedenfalls ist die Hoffnung von Donald Trump eben jetzt sozusagen noch die Vakzin schnell noch aus der Tasche zu holen, denn das wäre die Lösung all seiner Probleme. Jetzt hat das Weiße Haus auch bestimmte Richtlinien, die eigentlich bisher immer in Kraft waren, außer Kraft gesetzt für die Zulassung von solchen Impfstoffen. Das ist sozusagen jetzt der Versuch natürlich auch, die Geschichte zu beschleunigen. Macht ja durchaus auch Sinn, kann man sagen. Donald Trump ist ja mit Regeneron behandelt worden, mit einem Antikörper-Cocktail behandelt worden, der allerdings den 99,99% der Amerikaner gar nicht zur Verfügung stehen würde im Ernstfall. Also das muss man auch sagen. Jedenfalls sehen wir, dass diese ganze Corona-Krise sich jetzt in den USA oder diese Erkrankung von Donald Trump durchaus schon also ein bisschen in Zahlen niederschlägt. Auch die Zahlen in den USA steigen wieder in Sachen Corona. Wir sind jetzt wieder deutlich über 40.000. In der letzten Woche waren wir noch über 30.000 Fälle pro Tag. Und wir sehen hier, dieser Google at Home Index, also Big Data, High Frequency Data, zeigt an, dass sozusagen die Leute wieder tendenziell mehr zu Hause bleiben. Das gilt natürlich in Europa sowieso. Paris, Basque und Restaurants geschlossen. Von Madrid brauchen wir nicht reden. In UK wird das jetzt immer mehr der Fall. Jetzt Liverpool etc. im Gespräch. Also wir sehen schon ein Stück weit jetzt eben diese Welle wieder auf uns zukommen. Und was jetzt wirklich entscheidend sein könnte, wenn die Demokraten wirklich die ganze Geschichte hier so deutlich gewinnen, das ist das, was mit den US-Tech-Werten passiert. Hier zum Beispiel das House-Panel, also ein Ausschuss des US-Abgeordnetenhauses, der von einem Demokraten geleitet wird, der hat jetzt praktisch eine Gesetzgebung angestoßen, die bedeuten würde, dass die Tech-Konzerne, so wie sie derzeit der Fall sind, aufgespalten würden. Das würde bedeuten, dass Amazon zwar seine Infrastruktur behalten kann, praktisch seine Plattformen behalten kann, aber eben nicht selber Produkte auf dieser Plattform verkaufen kann, dass Google zum Beispiel zwar eine Suchmaschine anbieten kann, aber nicht gleichzeitig YouTube haben kann, und dass Apple zwar nach wie vor seinen App Store anbieten kann, aber Apple eben keine eigenen Apps oder keine eigenen Produkte in diesem App Store verkaufen kann. Das wäre für die großen Tech-Konzerne natürlich eine Riesenaufspaltung. Als diese Meldung kam,
dass das US-Abgeordnetenhaus, respektive der Ausschuss, das vorhat, da ist der Nasdaq Future doch ein bisschen nach unten gegangen, der jedenfalls heute schwächer ist als die US-Futures sonst, also Dow Jones und S&P Future vor allem. Das dürfte eines der großen Dinge werden, dass der Siegeszug der Tech-Werte, diese Monopolstellung der Tech-Werte, die ja durchaus fragwürdig ist, die sind inzwischen so mächtig, dass da kein Weg dran vorbeigeht. Da muss man wahrscheinlich irgendwann was machen. Die Demokraten würden das tun und das dürfte dann den Siegeszug, der ja die Aktienmärkte insgesamt hochgezogen hat, von Facebook, Google, Apple und wie sie alle heißen, Amazon vor allem, dürfte das dann schwieriger machen. Was wir hier sehen, ist das sogenannte Insider-Selling. Wir sehen, dass nach wie vor extrem viel mehr Insider an den Märkten verkaufen, als dass sie kaufen. Wir sehen, dass jetzt in diesem Jahr haben bisher erstaunlich viele Insider verkauft oder das Volumen der Verkäufe ist extrem groß. Wir haben 13,8 Millionen wurden gekauft bis Ende Juli, aber 1,65 Milliarden verkauft. Das heißt, wir sehen hier, insgesamt ist 15,1 Milliarden an Verkäufen der Fall. Wir sehen also, dass die Insider stark mehr verkaufen, als dass sie kaufen. Möglicherweise ahnen da ein paar Leute, vor allem in der Tech-Industrie, dass die ganze Geschichte schwieriger werden könnte. Wenn wir uns nochmal die Frage stellen, was passiert, wenn die Demokraten die Wahl gewinnen, dann ist zu erwarten mehr Stimulus. Okay, denn das ist das, was die Demokraten versprechen. Vor allem wird es an die Mainstream verteilt werden, also an nicht an die Unternehmen, sondern an die Lohnempfänger, könnte man sagen. Allerdings hat Bill Clinton im Jahr 1992 auch praktisch versprochen, für die Mittelklasse alles zu tun etc., um dann danach die Steuern anzuheben, um Defizite eben zu bekämpfen. Das könnte unter den Demokraten auch drohen, dass man also erstmal etwas verspricht, es dann nicht einhält, weil die Verschuldung eben so krass ist. Jedenfalls dürfte dennoch mehr Geld erstmal in die Hand genommen werden. Wir werden dann wahrscheinlich sehen, dass der Dollar schwächer wird, weil mehr Geld in die Hand genommen wird. Wir sehen, dass die Verschuldung nach oben geht. Wir werden wahrscheinlich sehen, dass die Inflation nach oben geht. Nicht nur die Vermögenspreise, derzeit ja nur Aktien und Immobilien praktisch inflationiert. Das dürfte dann auch in den Verbraucherpreisen ankommen. Und hier sehen wir interessanterweise den agrikulturellen Commodity Index, den Landwirtschaftsproduktindex von Bloomberg, und hier sehen wir, der ist aus einem langfristigen Abwärtstrend ausgebrochen. Das ist noch eines der wenigen Dinge, die nicht inflationär teuer sind. Das sind eben diese Landwirtschaftsprodukte, Mais etc., was da alles eben reinspielt. Das könnte etwas sein, was in Zukunft interessant ist. Und was hier JP Morgan sagt, guckt euch mal den Verlauf im Jahr 2016 an, vor der Wahl, also damals zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Da war es so, dass die Renditen für Staatsanleihen, für die 10-jährige Staatsanleihe sehr lange sehr gedrückt waren, eben aufgrund der Unsicherheit, wer gewinnt diese Wahl. Und als dann klar war, wer die Wahl gewinnt, dann sind die Renditen nach oben geschossen. Das erwartet jetzt JP Morgan auch, dass das wieder passieren wird. Wir werden also wahrscheinlich einen Anstieg der Inflation haben, einen Anstieg der Anleiherenditen haben, eine Schwächung des Dollars haben, wenn es denn alles so kommt, weil die Verschuldung immer weiter nach oben geht und dadurch werden bestimmte Produktkategorien, bestimmte Assetklassen wie Landwirtschaft interessanter, andere, die bisher so wahnsinnig gut gelaufen sind wie Tech, wahrscheinlich weniger interessant. Und heute, da kommt noch ein Makler, der wahrscheinlich die Aktienmärkte wieder erheben wird, indem er ein Kaninchen aus dem Hut zaubert vielleicht. Das ist, wie Sie unschwer erkennen, Jerome Powell, der heute kurz vor 17 Uhr sprechen wird. Man wartet auf diese Rede, wenn gleich substanziell Neues nicht zu erwarten ist. Aber interessant ist, Powell hat sowohl mit Pelosi als auch mit Mnuchin telefoniert in den letzten Wochen. Stimulus, Stimulus, Stimulus. Und da hat ihn wahrscheinlich Powell klar gemacht, also wir kriegen ein Problem schon, wenn das nicht bald kommt. Viele Unternehmen werden dann pleite gehen, viele Leute haben keine Kohle mehr, auf Deutsch gesagt, das wird den Konsum drücken, etc., etc., also darauf wird heute zu achten sein. Das war ein kurzer Abriss dieser Gedanken zu der Situation, falls es so kommt, dass Joe Biden und die Demokraten gewinnen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Tag und sage Ihnen Servus und Ciao.